diesem Video geht es um die Frage, was ist kritisches Denken überhaupt? Und um genau das mal auszuprobieren, auch eine kleine Übung für Sie. Glauben Sie mir kein Wort. Hinterfragen Sie alles, was Sie in den nächsten Minuten von mir erklärt bekommen. Als allererstes die Frage, warum braucht es überhaupt kritisches Denken? Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass wir in einer komplexen Welt leben, die eben nicht mehr so klar ist, wie sie vor Jahren noch schien und dementsprechend Fakt und Nicht-Fakt nicht mehr klar zu unterscheiden ist. Das hat eben gewisse Ursachen, wie Sie auf der linken Seite sehen, aber eben auch neue Ziele für die Bildung auf der rechten Seite dargestellt. Und im sogenannten 4K-Modell der Bildung nimmt das kritische Denken einen wichtigen Platz ein. Und deshalb lohnt es sich, sich genau damit auseinanderzusetzen. Das kritische Denken ist natürlich geprägt durch starke Fragen, wie zum Beispiel, wieso ist etwas so? Weshalb tun wir die Dinge, wie wir sie tun? Warum sind Sachverhalte genau so und nicht anders? Und um was geht es eigentlich? Und deshalb, auf der rechten Seite dargestellt, ist es eine gute Idee, vom Ich-Punkt, von unserem Bewusstsein, einmal auf unseren Kopf, auf unsere Gedanken, Glaubenssätze und Narrative zu schauen und zu hinterfragen, ist das eigentlich so? Denn kaum etwas ist wirklich wie ein Naturgesetz gegeben. An dem Moment, wo wir geboren werden, bildet sich um uns herum so wie eine Art Wolke, also unser Biocomputer, unser Gehirn. Und auf diese Festplatte, da oben in unserem Kopf, werden über Erziehung, Bildung, Gesellschaft und Medien verschiedene Sachen aufprogrammiert, aufgespielt. Konzepte und Narrative, wie Dinge vermeintlich sind, sogenannte Fakten oder Nicht-Fakten, aber auch Ängste und Blockaden über uns selbst und Glaubenssätze über uns selbst und die Welt. Beispiele könnte man zum Beispiel sagen, es ist nicht Gott gegeben, dass dieses Auto mehr wert ist als dieses Auto. Das ist eine Geschichte, die uns erzählt wurde und die wir einfach so geglaubt haben. Bis vor nicht allzu langer Zeit galt es als unumstößlicher Fakt, dass die Erde eine Scheibe ist. Und nun wissen wir, dieser Fakt ist vielleicht eben gar nicht so. Viele Menschen haben es aber bis dahin einfach so geglaubt und so wurde es ihre Realität. Und natürlich auch Geschichten über uns selbst. Ich kann nichts, ich bin nichts wert, ich bin kein kreativer Mensch. Ist das wirklich so? Oder ist es nur eine Geschichte, die uns erzählt wurde und durch unseren Kopf spukt? Wir sehen also die Welt durch eine konditionierte Filterbrille. Die Welt ist in vielen Punkten gar nicht so objektiv, wie wir glauben, sondern ist durch unsere subjektiven Glaubenssätze, Ängste, Konzepte und Narrative geprägt. Das Problem ist nur, wenn wir dies erkennen, dass gewisse Glaubenssätze eben nicht dienlich sind oder vielleicht gar nicht so wahr, wie wir glauben, dann mag unser Gehirn diese Veränderung nicht so gerne. Und es lohnt sich deshalb, im ersten Schritt über das kritische Denken hinzuschauen, sich das Ganze bewusst zu machen und diese Veränderungen geduldig Schritt für Schritt zu initiieren und in die Tat umzusetzen. Fragen Sie sich also, welche Narrative rund um die Ausbildung kennen Sie denn eigentlich? Was genau wird denn an Geschichten um die Ausbildung erzählt, was gute Ausbildung, nicht so gute Ausbildung ist? Und was davon ist ein unumstößlicher Fakt und was vielleicht nur eine weitere Geschichte?